Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden Thema. Und zwar geht es heute um die Frage, wäre da Abreißen und Neubau nicht besser gewesen? Ja, das hat bei mir ursprünglich als so kleines Gedankenexperiment begonnen. Ich bin dabei aber zu einem, sage ich mal, ziemlich überraschenden Ergebnis gekommen. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, den Abriss und Neubau versus einer echten vollumfänglichen Altbausanierung. Wie sieht das eigentlich aus? Wie verhält sich das auf der Kostenschiene? Was kostet wie viel? Wie verhält sich das vor allen Dingen hinterher auf der energetischen Seite? Ne? Was bringt uns das eine oder das andere? Und natürlich auch am Ende die Frage, für wen ist denn jetzt das eine oder das andere tatsächlich die bessere Option? Wie gesagt, mit interessantem Ergebnis. Ja, das Ergebnis ist nämlich überraschenderweise, also zumindest für mich überraschend, relativ häufig in die Richtung, wenn ich mir die Frage stelle, soll ich die Hütte besser abreißen und neu bauen, sehr häufig tatsächlich ja. Es macht rechnerisch manchmal wesentlich mehr Sinn, die Hütte, bevor ich da einsteige und versuche, die erstmal zu sanieren und energetisch noch auf den neuesten Stand zu bringen, dann ist es meistens tatsächlich besser, Häuser in einem gewissen Alter, in einem gewissen Zustand tatsächlich besser abzureißen und neu zu bauen. Ja, das kann man sich kaum vorstellen und deswegen auch hier, das soll natürlich erstmal nichtsdestotrotz ein kleines Gedankenexperiment sein, was ich dann infolgedessen einmal durchgerechnet habe und mir gedacht habe, Mensch, das kann doch ganz interessant sein. Aber man muss natürlich auch hier gewisse Abgrenzungen treffen. Wir reden jetzt hier über irgendwelche 0815 Altbauten. Ne? Da habe ich jetzt so normale alte Häuser im Kopf, die irgendwo im Ort stehen, auf meistens ja recht attraktiven Grundstücken, aber oft auch irgendwie völlig verbaut auf diesem Grundstück da hingezangelt, wo man sagt, naja gut, ne, mit auch entsprechendem Sanierungsstau. Ausgenommen davon sind natürlich generell Häuser, wo du jetzt sagen musst, ja, das ist erstmal ein denkmalgeschütztes Haus, das ist irgendwie anders historisches Gebäude oder halt ganz einfach Häuser im Außenbereich, weil im Außenbereich, da darfst du ein Haus halt einfach nicht abreißen. Wenn du es abreißt, dann ist der Bestandsschutz weg und dann baust du da auch kein Haus mehr hin, dann ist es weg. Ne, so, also solche Häuser, wo man jetzt nicht sanieren kann, wo also der Abriss praktisch keine Option ist, diese Häuser sind natürlich erstmal ausgeschlossen. Wir nehmen jetzt mal einfach nur so ein 0815 Haus, was man vielleicht irgendwie günstig kaufen konnte, was man vielleicht ja auch geerbt hat oder sogar bewohnt und sagt, Mensch, ne, es ist mal langsam an der Zeit, dass ich da jetzt irgendwas mit mache und sich dann eben halt die Frage stellen muss, puh, ne, welche Sanierungskosten kommen da auf mich zu, was kostet mich das, die Sanierung, was bringt mir die Sanierung und sich dann eben mal überlegen müsste, boah, da wäre es jetzt nicht einfacher, bei den hohen Kosten die Hütte einfach abzureißen und neu zu bauen. Ja, und dann könnten wir mal diese beiden Fälle, also sprich Abriss und Neubau versus Altbausanierung, einfach mal gegenüberstellen. Ne? Was kostet uns denn eigentlich so eine Altbausanierung und was kostet uns letzten Endes irgendwie so ein ungefähr gleicher Neubau? Ja, was müssen wir gucken? Wir fangen mal an mit der Sanierung, ne? Weil das natürlich so der Standardfall ist. Das heißt, man hat jetzt also irgendwie ein Haus gekauft, geerbt oder man besitzt es einfach, ne? Ein 150 Quadratmeter Altbau. Ich sage ja, so ein klassischer Altbau aus so 50er, 60er Jahre meinetwegen, energetisch wirklich noch so gut wie gar nicht saniert. So, und dann geht das natürlich los. Dann hast du im Prinzip hast du drei Punkte, an denen du anfassen musst. Zum einen ist es natürlich das Wiederherstellen der Grundsubstanz. Wenn man also jetzt irgendwo so ein altes Haus hat und das hat auch einen gewissen Sanierungsstau, dann musst du mit Sicherheit irgendwelche Sachen am Haus erst einmal reparieren. Ne? Sei es Deckenbalken, sei es irgendwelche Geschichten in der Dachkonstruktion. Dann kommen über die Jahre, mal Jahrzehnte, meistens auch irgendwelche Feuchteschäden zustande, wo irgendwo im Sockelbereich was neu abgedichtet werden muss und, und. Das sind natürlich erstmal so diese Baustellen an so einem Haus, also sprich Reparaturen, ne? Also wirklich notwendige Sanierungen, bevor man überhaupt über weitere Maßnahmen nachdenkt. Das ist schon mal meistens der erste Posten, der dabei auffällt. Dann natürlich auch zumindest eine grundsätzliche technische Sanierung. So, wenn ich so ein Haus anfange umzubauen oder aufzubauen, wieder zu sanieren, dann geht das los. Das nächste aus so einem alten Haus ist dann Elektrik und so weiter. Genauso wie die gesamte Wassertechnik, Wasserleitungen, Heizungsleitungen und so weiter. Falls vorhanden, ne? Kann auch sein, so ein altes Haus, dass das vielleicht mit Nachtspeicheröfen beheizt wurde, dann sind gar keine Heizungen vorhanden, keine Heizungsrohre. So, da muss man dann eben auch sehen, wie man das Ganze managt. So, das heißt, also das sind natürlich erstmal so grundsätzliche Geschichten, um das Haus zu, in Anführungszeichen, modernisieren.
Und ja, der dritte Posten ist natürlich energetische Sanierung. Zu vielen Sachen ist man ja auch gezwungen, wenn man jetzt solche Sachen anfängt. Aber man muss natürlich auch sagen, gerade in der heutigen Zeit, bei diesen extrem gestiegenen Energiekosten und eben auch der Aussicht, dass das womöglich so bleiben wird, man um eine energetische Sanierung eigentlich gar nicht mehr drumherum. Ne? Das ist, man kann natürlich Heizung, alles sanieren, aber es macht einfach alles keinen Sinn, wenn ich immer nur gegen die ungedämmte Wand heize. Das heißt, ich muss mir also auch Gedanken machen, wenn ich so ein Haus heutzutage vollständig sanieren möchte, und das ist das, was ich ja meine als Beispiel, dann brauchst du erstmal Dachdämmung. Ne? So oft geht das ja auch einher, dass das Dach meistens auch neu gemacht werden muss, also sprich neu eingedeckt werden müsste. So, und dann machst du natürlich auch keine halben Sachen an der Stelle. Dann würdest du da nicht nur neue Dachpfannen drauf machen und von unten eine Untersparrendämmung drunter, sondern dann machst du ja in der Regel auch eine Aufsparrendämmung drauf, machst eine Zwischensparrendämmung und hast dann auch ein entsprechendes aufgebautes Dach von der energetischen Situation. Ja, dann die Wände. Ne? Mit den Wänden geht es dann weiter. Entweder Innen- oder Außendämmung, ne? Wobei ja meistens bei den normalen 0815 den Häusern eine Außendämmung gemacht wird. Ein Fenster machst du dann in der Regel neu, eventuell irgendwas im Perimeterdämmung, Bodendämmung, Kellerdeckendämmung, all so ein Kram. Das heißt, du fängst ja erstmal an allen Ecken und Enden an, um diese Hütte komplett energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. So nenne ich es jetzt mal einfach. Ne? So gut es eben geht. Ich sag mal an der Stelle, so sinnvoll wie möglich. Ne? Aber was man sich eben, ja, was man eben nicht vergessen darf bei all diesen Maßnahmen, man steckt dann zwar eine Menge Geld in diese energetische Sanierung, aber man wird natürlich niemals den Standard von einem neuen Haus erreichen, weil dafür das Haus von seiner Art, wie es gebaut wurde, einfach nicht in der Lage ist, so einen hohen Energiestandard wie heutige Neubauten zu erreichen. Und was man dann auch nicht vergessen darf, das sind dann noch eventuelle Umbauarbeiten. Jetzt hat man so ein altes Haus da stehen, ne? 50 Jahre alt, 70 Jahre alt, wie auch immer. Das hat natürlich eine ganz andere Raumaufteilung. Da haben die sich früher manchmal auch gar nicht so eine Gedanken zugemacht. Und jetzt willst du die Raumaufteilung auch ändern, willst vielleicht ein paar Wände rausnehmen, mehr so eine offene Bauweise. Die Möglichkeiten sind daher sehr vielfältig. Und wenn man also schon an dem Haus steht und sagt, naja, das hätte ich gerne anders, das muss anders, das stelle ich mir ganz anders vor, da klinkern jedes Mal die Euros aus dem Portemonnaie, kann man sagen, weil das natürlich auch alles noch zusätzlich Geld kostet. Und das darf man nicht unterschätzen. Diese ganzen Spezialarbeiten im Bestand, die sind wirklich aufwendig und damit auch entsprechend teuer, weil sie eben auch nicht so einfach durchzuführen sind. Ja, die Kosten für so eine Sanierung, die summieren sich dann schon relativ schnell auf. Also wenn wir jetzt mal erstmal nur energetische Sanierung nehmen, plus eben die Bausubstanz wieder auf Stand bringen, plus eben die Modernisierung der Technik des Hauses, also sprich Elektrik, Heizung und so weiter, dann liegst du da relativ schnell in so einem Bereich von 1200 bis vielleicht so 1600 Euro pro Quadratmeter des Hauses wohlgemerkt. Das heißt, so ein 250 Quadratmeter Haus, da liegst du bei der reinen Sanierung schon mal sehr schnell im Bereich 220 bis 250.000 Euro, wenn du Pech hast. Jetzt kommen die Umbaumaßnahmen eventuell dazu, was ich meine, wenn du noch ein paar Ideen hast und noch eine Dachgaube hier rein und noch eine Wand da raus und da noch ein paar Fenster, mehr oder weniger, wie auch immer, dann summiert sich das natürlich ebenfalls auf. Das heißt, dann bist du je nach Umfang dieser Änderungsarbeiten, bist du dann auch schnell. Also bei 250.000 sind wir ja schon. Das heißt, dann geht das tatsächlich schnell in Richtung 280 bis vielleicht sogar 300.000 Euro. Bist du da dann dann natürlich wieder tipptopp hergerichtet, voll durchsanierte und technisch optimierte Wunschimmobilie stehen hast. Aber wie gesagt, 300.000 Euro, das bedeutet schon eine Menge Tränen, wenn du dir so einen Kontoauszug danach anguckst. Ja, als andere Option haben wir natürlich den Abriss und den entsprechenden Neubau an der Stelle. Wie sieht denn das da kostentechnisch aus? Jetzt mal so ein Abriss zum Beispiel, habe ich mich gewundert. Der ist nämlich günstiger, als man sich das vielleicht zuerst vorstellt. Da liegst du je nach Schadstoffbelastung, weil letzten Endes die Entsorgungskosten sind natürlich das, was den Abriss dann teuer oder günstig macht. Das heißt, wenn du so eine komplett asbestfettige Hütte hast mit PCP und weiß ich, also wenn du da all in gehst, sage ich mal, was Schadstoffe anbelangt, dann wird das relativ teuer. Dann liegst du relativ schnell in Richtung 200 Euro pro Quadratmeter. Wenn das aber jetzt ein ganz normales 0815 Haus ist, normal schadstoffbelastet, will ich mal einfach sagen, wie diese Hütten in den 50er, 60ern halt waren, dann kann das sogar sein, dass du in Richtung 100 Euro kommst pro Quadratmeter. Das heißt, so ein 150 Quadratmeter Haus, das kriegst du so im Bereich, wenn es richtig gut läuft, mit Eigenleistung sogar weit unter 20.000 Euro abgerissen. Und wenn das jetzt vollständig machen muss und du hast vor allen Dingen auch noch eventuell hohe Schadstoffbelastung, dann liegst du so im Bereich 25, maximal 30.000 Euro. Aber so im Schnitt sind das so 20.000 Euro für so ein Haus, was man so für so einen Abriss kalkulieren sollte. Kommt natürlich auch da wieder individuell drauf an, wenn das jetzt natürlich übelst verbaut ist, wo man dann nicht hin, dann ist das wieder, aber das wisst ihr selber. So.
Also Abriss ist schon mal gar nicht so schwierig und auch einfacher und günstiger, als man sich das vorstellen kann. Beim Neubau muss man jetzt natürlich so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es ja auch unglaublich viele Möglichkeiten. Ich bin ja mehr auf der Altbauschiene unterwegs, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viele Infos zugeben. Also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, die sich preislich natürlich hier und da so ein bisschen unterscheiden. Und natürlich auch der entsprechende Energiestandard, den das neue Haus dann erfüllt, ist ja auch immer so eine Sache, die in die Kosten mit einfließen. Ich glaube, der Mindestenergiestandard, den man heute überhaupt noch bauen darf, ist, glaube ich, könnt ihr mich gerne korrigieren, KfW 70. Ich glaube, das ist energietechnisch genau der ENF-Mindeststandard. Also darunter darf man sowieso nicht bauen, ne? Also KfW 70. Und bisher sehr beliebt war immer der KfW 55 Standard, weil es eben eine sehr gute, gut und günstig, will ich mal sagen, oder Preis-Leistung ein ganz gutes Verhältnis darstellt, KfW 55 und natürlich wieder 150 Quadratmeter. Und da muss man natürlich so ein bisschen schauen, kommt auch da wieder auf die Ausstattung an, ne? Hast du da jetzt mit Smart Home und Alexa auf dem Klo und was weiß ich, ne? Kommt immer drauf an, kannst du auch wieder von bis ausgeben, aber im Regelfall liegst du irgendwo zwischen 1500 und 2000 Euro pro Quadratmeter für so einen Neubau. Das heißt, so im Schnitt kannst du dann vielleicht sagen, mit so ein bisschen drumherum, liegst du irgendwo zwischen 280 und 300.000 Euro für den Neubau jetzt eines 150 Quadratmeter Hauses. Also das ist also schon mal, wenn man jetzt die Sanierungskosten nochmal nimmt, jetzt nicht so weit entfernt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das neue Haus kostet ja das Doppelte. Nee, das ist es nämlich irgendwie eben nicht. Ja, was ja noch interessant ist, sind ja letztendlich die Energiekosten von den beiden Optionen. Ne? Wie sieht das eigentlich aus mit den laufenden Kosten für Heizenergie? Ne? Für eben meinen sanierten Altbau, wenn ich da jetzt all in gehe mit allen Maßnahmen, die ich mir vorstellen kann. Und eben meinem Neubau, mein KfW 55 Häuschen. Und da muss man so ein bisschen schauen. Jeder kennt ja wahrscheinlich diese Energieausweise und wie die so aussehen. Und wenn man sich jetzt so einen unsanierten Altbau anschaut, dann liegen die ja meistens mal weit im roten Bereich. 250, 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist ja diese pro Quadratmeter Jahr ist ja immer so die Angabe, um so einen Heizwärmebedarf so ein bisschen zu quantifizieren, sage ich mal. Und aber da darf man sich aber auch vor allen Dingen auch nicht so ganz kirre machen lassen, weil da ist immer so ein bisschen, das muss ich auch immer wieder so ein bisschen schmunzeln, da mal so ein kleiner Lifehack an der Stelle. Wenn ihr solche Angaben seht bei alten Häusern, wenn ihr zum Beispiel jetzt so einen Altbau kaufen wollt und so weiter und so einen Energieberater oder sonst irgendwer so einen Energieausweis da ausgestellt hat, die machen das immer ganz einfach. Altbauten werden nämlich in solchen Sachen immer sehr, sehr schlecht gerechnet. Die nehmen einfach die komplette Quadratmeterfläche, die ja häufig in einem Altbau relativ groß ist, nehmen dann eben die sehr schlechte Dämmung oder eben, wenn sie gar keine Dämmung haben, rechnen das dann einfach so ein bisschen rum und dann hast du eben so einen Energieverbrauch von 450 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja. Und wenn du das dann wieder summierst über die Quadratmeterfläche, dann hast du dann einen unmenschlichen Energiebedarf. Und Oma Hilde, die seit 20 Jahren in dem Haus wohnt, die sagt, ich habe keine Ahnung, also da steht, ich hätte 45.000 Kilowattstunden oder 55.000 Kilowattstunden Wärmebedarf. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich brauche nur 1.500 Liter Heizöl im Jahr. Ne? So, ja, wie kommt sowas zustande? Ganz einfach, weil das natürlich so eine Rechnung ist über das ganze Jahr, was allerdings die Nutzung, wie du das Haus tatsächlich nutzt, überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und häufig ist es nämlich auch so im Umkehrschluss bei diesen Häusern, dass die gar nicht komplett beheizt werden. Das ist ganz häufig so. Du beheizt nur zwei, drei Räume und meinetwegen ganze Etagen werden überhaupt gar nicht richtig beheizt. Ne? Da hast du eine Not, dass das nicht einfriert, ist klar. Aber und diese Quadratmeter, wenn du die jetzt abziehen würdest, dann kommst du auf deinen echten Bedarf praktisch nach diesem Energieausweis. Das mal nur so als kleiner Exkurs, warum manchmal diese Angaben von so einem Energieausweis komplett an der Realität vorbei sind. Wäre vielleicht auch tatsächlich nochmal ein Video wert, ne? Sowas mal ein bisschen genauer zu zeigen. Ne? Also das nur so, jedenfalls, aber trotzdem sind wir uns einig, ein Altbau liegt tatsächlich, wenn man jetzt mal echte Werte sich anschaut, liegst du eigentlich immer über 200 Quadratmeter pro Quadratmeter. 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Das ist, sag ich mal, Standard, ne? 2 bis 250 so. Ja, und wenn du so einen Altbau jetzt wirklich vollständig energetisch und technisch sanierst, ich sag mal, da richtig all in gehst, dann schaffst du es da, auf so einen Energieverbrauch zu kommen von so rund 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Auch da wieder klar, da gibt es natürlich so ein bisschen auch mit dem eigenen Verhalten, spielt da so ein bisschen mit rein, aber rein rechnerisch liegst du, also wenn es richtig gut läuft, schaffst du es vielleicht auch in den zweistelligen Bereich, sprich so in Richtung 80 bis 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, aber das ist dann schon wirklich Ende der Fahnenstange. Da muss man sich einfach vorstellen, das ist auch so ein Ding, wo auch dann der Altbau an sich, bauphysikalisch, auch
am Ende ist. Da kannst du einfach nicht unendlich viel Dämmung dran klatschen. Das funktioniert da nicht. Das ist so, als wenn ich versuchen würde, aus so einem amerikanischen Dodge Charger aus den 70er Jahre mit 6 Litern Hubraum oder was und will da ein 3-Liter-Auto von machen. Ne? So, aber du kannst zwar was optimieren, du kannst den Luftwiderstand besser machen, du kannst das Auto leichter machen und so weiter, aber du wirst es einfach nicht hinkriegen, so ein altes Auto, was nie dafür gedacht war, 3 Liter auf 100 Kilometer zu verbrauchen, das bringst du da einfach nicht hin. Und genauso ist das bei Altbauten auch. Das heißt, meistens ist die Grenze so bei 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ne? Bis dahin und nicht weiter, kann man fast schon sagen. Und ja, wenn man das jetzt vergleicht mit einem KfW 55 Haus, ja, das braucht rein rechnerisch auf einem Quadratmeter pro Jahr etwa so 35 Kilowattstunden. Ja, das ist also mal knapp so ein Drittel, was ja schon eine ganz andere Hausnummer ist. Vor allem, wenn wir uns mal überlegen, dass wir letzten Endes ja für diesen Neubau eigentlich genauso viel ausgegeben haben, wie für unsere komplette Sanierung von dem Altbau. Ja, jetzt ist natürlich eine interessante Frage, für wen ist denn jetzt welche Option tatsächlich am Ende die bessere? Das klang jetzt ja schon alles sehr so in die Richtung, dass es gar keinen Sinn mehr macht, Altbauen zu sanieren, komm weg damit und neu bauen, ne? Aber das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Erstmal vergesst das nicht, das sind ja nur Beispielwerte. Auch die Verbrauchswerte sind natürlich letzten Endes wieder Rechenwerte, wo man das ungefähr sagt. Und ich hatte es ja zwischendurch schon gesagt, es kommt ja auch viel auf das persönliche Nutzungsverhalten von so einem Haus an. Und das wird ja rechnerisch immer selten erfasst. Das heißt, wenn man sich jetzt so einen Altbau kauft, aber trotzdem unsicher ist oder wenn man generell jetzt hohe Investitionen tätigen müsste in die energetische Sanierung, dann hat man natürlich auch irgendwo so einen Punkt, wo man sagen kann, ja, was ich ja eingangs schon meinte, irgendwo an irgendeiner Stelle müsste ich vielleicht mal nachrechnen. Aber auch da muss man immer sagen, wenn man jetzt energetisch, ich sag mal so, dass die ganze Reise beginnt eigentlich im Kopf. Ne? Wenn man sich bewusst ist, ich kaufe ein altes Haus. Ne? Ich kaufe ein altes Haus und ich finde das Haus auch schön. Dieser Charme, den Charme eines alten Hauses, den kann halt auch nur ein altes Haus versprühen und eben kein Neubaubunker. So, und wenn ich genau diesen Charme toll finde und auch mir bewusst bin, dass das ein altes Haus ist, das heißt also, dass ich da eben nicht alle Räume auf 23 Grad heize, dass ich da eben im Winter auch mal mit einer Decke auf dem Sofa sitzen muss, weil es eben frisch ist im Raum, ne? Weil sich das einfach nicht ändern lässt und dies und jenes, knarrende Fußböden und so, ich sag mal so. Ne? Aber wenn man sich damit schon mal generell anfreunden kann und dann kann man ja auch mit sehr wenigen energietechnischen Maßnahmen, ich sag mal jetzt sowas wie, man macht jetzt neue Fenster rein, man macht eine neue Heizung und macht so eine einfache energetische Sanierung, da liegst du ja auch nicht bei 300.000, dann investierst du vielleicht 50.000 in die Maßnahmen und hast aber auch schon ein sehr gutes Haus, wo du wunderbar mit leben kannst, ne? Wo du dann auch mit einem Energiebedarf unterwegs bist, der für dich stemmbar ist, wo du einen Komfort hast, der okay ist und letzten Endes die Bausubstanz in Ordnung. Solange man auch die Bausubstanz in Ordnung hält, ist an so einem alten Haus auch eigentlich nichts dran. Na klar, energietechnisch ist das immer schwierig, da kann man aber wieder gegenhalten mit anderen Möglichkeiten, habe ich ja schon diverse Videos zu gemacht, aber sobald die Bausubstanz, solange die in Ordnung ist, kann man natürlich immer sagen, das alte Haus kann man auch weiterhin benutzen, da ist ja überhaupt nichts dran. Ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit vollkommen in Ordnung, dass man nicht jedes Haus einfach direkt abreißt, nur weil man sagt, ja, nee, aber ich will das aber so, ist ja auch Quatsch. Naja, ganz anders sieht das halt aus, wenn man jetzt so eine richtig schäbige Hütte da stehen hat, der man eigentlich gar nichts mehr abgewinnen kann, die einen unglaublichen Sanierungsstau hat, dass da halt in den letzten Jahrzehnten die Besitzer nie wirklich Geld reingesteckt haben, da sind Deckenbalken weggemodert, da ist das halbe Dach kaputt und man zählt praktisch die Posten auf, was an der Hütte alles im Eimer ist. So, dann ist der Keller feucht, dann ist da hier was kaputt und da sind feuchte Schäden drin und dieses und jenes und welches, wenn man da sich eine Liste macht und die wird immer länger, diese Schadensliste. Und dann geht man mit seiner Frau da durch und dann sagt die Frau, ja nee, aber hier, die Wand muss aber weg und hier möchte ich gerne eine offene Küche und dieses möchte ich so und das möchte ich da haben. So, das heißt, dann kommt noch auf diese Liste, kommen dann noch Änderungswünsche drauf und ja, und dann steht das Haus noch scheiße auf dem Grundstück, weißt du, irgendwie so quer, dass du dann also dein Porsche gar nicht vernünftig vorne an der Straße parken kannst oder sowas, ne? So, dann, das sind dann so Sachen, wo du dann sagen musst, okay, vielleicht ist das eher so eine Hütte, die man jetzt nicht unbedingt mehr aufbauen müsste, die hat keine historische Bewandtnis und so weiter und so fort, da hängt jetzt keiner dran, die haben sie über Jahrzehnte lang vermodern lassen und dann brauchst du da gar nicht erst bei
anfangen, die irgendwie zu retten, dann ist es besser, man reißt die Hütte ab und baut sie neu. Haltet euch fest, das gilt auch für Fachwerkhäuser. Wenn ihr irgend so ein abgegammeltes Fachwerkhaus da stehen habt, was ihr eventuell kaufen wollt, und das ist auch komplett im Eimer, dann gilt das sogar umso mehr für Fachwerkhäuser, weil die wieder instand zu setzen, ist nochmal ein Faktor X teurer, im Gegensatz zu einem normalen Steinhaus. Ne? Also da wäre ich nochmal extrem vorsichtig, und auch nicht jedes Fachwerkhaus ist tatsächlich erhaltenswert. Ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass alte Häuser natürlich immer pauschal abgerissen werden, aber interessante Statistik, ich kann dir mal vielleicht hier einblenden, wie viele Millionen Häuser es tatsächlich in Deutschland gibt, die genau diesen Stand haben, was ich eben meinte, die im Prinzip völlig im Eimer sind, wo man so viel Geld reinstecken müsste, dass es sich nicht rechnet. Und wenn man so ein Haus halt kaufen möchte, dann sollte man eben gar nicht erst drüber nachdenken, das energetisch zu sanieren, sondern idealerweise gleich abreißen. Ja, und im Prinzip können wir direkt überleiten zu meinem Fazit und einer kleinen Zusammenfassung zu diesem Thema. Für mich war so ein Haus eigentlich immer so eine mehr beständige Geschichte. Da hast du alle 30 Jahre mal eine neue Heizung eingebaut, nach 80 Jahren oder so kam da mal ein neues Dach drauf und zwischendurch mal ein bisschen, klar, Reparaturarbeiten jetzt mal ausgenommen, hast du ja immer irgendwo gehabt, logisch, aber jetzt an großen Maßnahmen hat man da in den letzten 80 Jahren an so Häusern ja kaum gehabt. Ne? Und das ist eben jetzt, glaube ich, im Moment sind wir wirklich in so einem Wandel, habe ich das Gefühl, weil auch da muss man sehen, die Häuser, die jetzt in den letzten oder durchgängig jetzt die letzten 80 Jahre, wenn man sich das mal so anschaut, gebaut wurde, klar, wir haben irgendwann angefangen, die Energiestandards so ein bisschen zu verbessern, haben da mit Dämmung und anderen Maßnahmen drüber nachgedacht, aber so was jetzt in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, wie heutzutage Häuser gebaut werden, das unterscheidet sich ja schon sehr extrem von den Bauweisen der vor 2000er Jahre, sage ich jetzt mal. Und ja, aber das hat bisher immer funktioniert, weil die Energiekosten halt auch immer irgendwo in so einem Rahmen geblieben sind, muss man ja ganz klar sagen, während Altbau, was erzähle ich da, das werden die meisten wissen. Jeder, der schon mal in den letzten 10, 15 Jahren über energetische Sanierung nachgedacht hat, ich sag mal sowas wie ein Wärmedämmverbundsystem nachzurüsten oder sonst irgendwas, Der wird das wissen, der hat sich das auf den Zettel geschrieben, hat sich das ausgerechnet, hat gesagt, du Alter, ich soll da 50.000 Euro in so eine Außendämmung investieren und am Ende des Tages spart mich das aber irgendwie nur 500 Euro im Jahr. Ne? Was soll denn der Quatsch? Ne? Das bringt's überhaupt nicht. Ja, das hat natürlich nicht an der Dämmung gelegen. Die Dämmung macht natürlich nichtsdestotrotz Sinn. Klar, Energie gar nicht erst zu verbrauchen, macht immer Sinn, aber die Maßnahme war einfach immer zu teuer. Selbst mit den ganzen Förderungen und was man da alles beantragen konnte, war die Maßnahme immer zu teuer, weil eben die Energie zu günstig war, muss man ganz salopp sagen. Die Energie war immer relativ günstig. Das hat sich jetzt geändert. Das muss man einfach mal verstehen. In den letzten 2 Jahren ist die Energie wirklich teuer geworden, und zwar Energie, egal welche. Und dadurch ist natürlich dieses ganze Thema Energieverbrauch präsenter denn je. Und jetzt kommen wir wieder auf unsere Altbauten zugange. Bisher war so ein 150 Quadratmeter Haus in Altbau vielleicht teil- oder unsaniert, wie auch immer. Ich sag mal, so ein Wärmebedarf 20, vielleicht 25.000 Kilowattstunden konntest du dir leisten, war okay. Ne? Klar, die Energie war ein bisschen teurer, dafür hast du es halt im Winter mit dem Heizen eben nicht ganz so übertrieben. Das hat sich jetzt geändert seit letztem Jahr. Ne? So, und das werden viele merken und werden dann sagen, heieiei. Ne? Und das wird auch dazu führen, dass gerade diese Häuser auch extrem an Wert verlieren, weil eben, selbst wenn du es jetzt verkaufen wolltest, hast du dann ja wieder deinen Energieausweis, wo drin steht, Obacht, dieses Haus braucht 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, und der Käufer sieht das natürlich und sagt sich, das wollte ich jetzt auch nicht haben, und zahlt natürlich dann nichts mehr für die Hütte. Und das wird, glaube ich, in Zukunft das Zünglein an der Waage werden, dass wir im Moment diese alten Häuser uns dessen wirklich entledigen, dass wir wirklich sagen, wenn das kein historisches Gebäude ist, wenn das nicht irgendwas wirklich Besonderes ist, was erhaltenswert ist, dann wird das platt gemacht und daraus wird ein Neubau mit einem entsprechend guten Energiestandard. Das jedenfalls waren jetzt von mir so ein paar Gedanken zu eben dieser Materie, zu der Idee, zu dem Thema Abreißen und Neubauen. Ist das wirklich besser, als den Altbau zu sanieren? Wie gesagt, wenn ihr da noch Ideen, Anregungen, Fragen, sonst was so habt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.